Behandschuhe den Kampf. Diese Nitrilhandschuhe schützen unsere Hände nicht nur vor Nässe, sondern auch den Zielfisch Meerforelle, da unsere blanken Hände die empfindliche Schleimschicht verletzen und Krankheiten übertragen können. In diesem Fall ging es mir um eine ganz bestimmte Forelle. Ich hatte in letzter Zeit hier immer wieder den Nachläufer einer sehr großen Meerforelle, zwischen 70 und 80 Zentimeter. Diese ging ausschließlich dem kleinen pinken Needlestick hinterher. Kein anderer Köder brachte irgendeine Resonanz. Heute wollte ich sie zusätzlich mit einer kleinen Springergarnele locken. Ja, da war sie auch schon wieder, beim ersten Wurf. Ich war wohl noch ein bisschen zu unkonzentriert und habe den Köder nicht weit genug zur Seite bis ans Ufer geführt. Ich war hinterher. Egal welche Köderführungstechnik ich danach versuchte, es gab weder einen Biss noch einen Nachläufer. Aber ich hatte mir für diesen Fall einen Plan B wie Bombarda bzw. Spirulino zurechtgelegt. Drei Meter langes Vorfach als Köder ein Sandalmetat. Ich kann dieses indirekte Spirulino-Angeln, was irgendwie halbes Stippfischen ist, überhaupt nicht ausstehen. Und das beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Irgendwann überschlägt sich die Montage immer. Warum nicht gleich am Anfang? Dann habe ich es wenigstens hinter mir. Was mir bei der Spirulino- bzw. Bombardenangelei auch nicht gefällt, man kann im Prinzip nur mehr oder weniger schnell einholen und ab und zu mal einen Spinstop. Richtiges Highspeed ist aber nicht möglich, weil sonst der Spirulino Wasserski fahren würde. Auch wirken sich durch das lange Vorfach alle Ruten- und Rollenaktionen sehr verzögert und sehr gedämpft auf den Köder aus. Ein Biss bei einem Spinstop bekommt man unter Umständen überhaupt nicht mit, wenn man ihn nicht zieht. Aber das werdet ihr gleich sehen. Ui. Ja. Nicht die größte, aber es ist. Meine Enttäuschung muss man so verstehen, da ich mir eigentlich die ganz große Meerforelle erhoffte.
Das hier war leider der falsche Fisch. Cool. Eine 60 bis 65 cm lange Meerforelle, aber leider ganz offensichtlich eine Absteigerin. Komm, ich lasse dich schon. Ich grüße dich. Ein Zeichen des Himmels. Ein Donnerschlag in dem Moment, als ich die Meerforelle freiließ. Und das, obwohl kein Gewitter angekündigt war. Macht nachdenklich.